Hallo, liebe Freunde, ich bin der Nachbar vom Rasenfreak und jetzt wollen wir mal gucken, ob er da ist. Nein, er ist nicht da. Horch. Das ist der Grund, wieso ich hier bin. Und wir wollen jetzt mal gucken, was der Rasen so macht. Ah, wie schön. Wie schön. Was sehen meine Augen? Das wird aber den Rasenfreak nicht freuen. Was ist es? Was ist es? Lasst es uns schauen. Da. Maulwurfslöcher. Alles voll. Da. Guckt sie euch mit mir an. Alles voller Maulwurfslöcher. Guckt sie. Ups. Ach, so kann man sich täuschen. Hallo, liebe Rasenfreaks. Die letzten Meter auf dem Heimweg aus dem Urlaub aus Dänemark. Gleich haben wir es geschafft. Wir sind schon zu Hause hier im Dorf. Völlig fertig. Gleich der erste Blick auf den Rasen und ihr seid live dabei. Riesen Hitze hier, nur über 30 Grad. Erster Eindruck, nicht schlecht. Nicht schlecht, guck mal schnell. Oh, hier. Weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht mal, dass das Poa ist. Ein bisschen rausgewachsen. Der Nachbar hätte ein bisschen öfters mähen können. Nein, alles gut. Nicht schlecht. Sei nicht so gemein, er hat zweimal gemäht. Ja, ich bin nicht gemein, er hat zweimal gemäht. Nee, nicht schlecht. Ja, Rotspitzigkeit. Brutale Rotspitznester. Naja, da fehlt Dünger. Ja. Na gut, er ist nicht verbrannt. Erstaunlich wenig verbrannt. Hier ist er relativ mager. Also das ist ein Bewässerungsproblem hier. Also sieht man schon. Diese ganze Fläche ist sehr, sehr hell hier. Hier ist eine magere Stelle. Das ist Bewässerung. Hier fehlt noch ein Rasensprenger. Aber sonst sieht er gut aus. Sehr gut. Sehr gut. Oh Mann. Das ist hier mein Trockenspot. Auch ein Bewässerungsproblem. Das ist hier mein Trockenpunkt. Und der Abschlag ist auch zu trocken. Der Abschlag kriegt auch nicht genug Wasser. Ist auch nur ein einziger Rasensprenger, kriegt nicht genug Wasser. Aber sonst ist das schon sehr gleichmäßig. Die Fläche hier, die große Fläche, um die Fahne herum sieht super aus. Oh Mann. Ja, lieber Rasenfreaks, hier meine Südkante sieht auch gut aus. Das erste Mal nach einem heißen Sommer nicht vertrocknet, immerhin. Nicht vertrocknet, also das ist nicht schlecht. Ja, okay. Also da seht ihr, der direkte Randbereich an der Terrasse. Mein Rasensprenger ist noch nicht weit genug wieder rangesetzt. Der steht noch ein bisschen weit draußen. Und deswegen ist hinten im hinteren Bereich neben der Terrasse doch das Gras ein bisschen vertrocknet. Eine Stelle haben wir, aber der Rest ist super. Hier seht ihr den Rasensprenger. Der muss an die Kante ran, um auch wirklich dann hier parallel zur Terrasse vernünftig die Randbereiche zu sprengen. Und das ist noch nicht der Fall und deswegen ist hier tatsächlich der Bereich noch ein bisschen vertrocknet. Aber ey, das ist der einzige wirklich kritische Bereich. Sonst ist die ganze Fläche super. Echt cool. Yeah! So, Freaks, das war's. Danke fürs Zuschauen. Erstes Video nach dem Urlaub von eurem Rasenfreak. Es geht bald weiter. Bleibt dran!